Hallo Kackbratzen. Als die Xbox in Japan im Jahr 2002 auf den Markt geworfen wurde, ging die nicht unbedingt weg wie frisch gebackener Kuchen. Warum soll man sich auch einen hässlichen Plastikklotz ins Haus stellen, wenn doch Sony und Nintendo viel hübschere Kisten haben, auf denen es zudem die eindeutig besseren Spiele gibt? Exklusivspiele waren also das Stichwort und so ging man bei Microsoft bei diversen Entwicklern die Klingeln putzen. Auf einem mühsamen Quest im Land der aufgehenden Sonne und Erfinder der Upskirt-Fotografie fand man tatsächlich eine Entwicklerbutze, die keine Angst vor Qualen hatten, da das Quälen von Gamern ohnehin ganz tief in deren Geschäftsbedingungen verankert war. Kurz gesagt, man heuerte From Software an, damit die Burschen einen Must-Have-Titel für die Xbox entwickeln, damit die 5 Leute, die sich das System gekauft haben, wenigstens was zum Spielen haben. Frucht dieser Zusammenarbeit war dann das Action-Rollenspiel Otogi, das vermutlich hierzulande vermutlich noch weniger kennen, als in Japan die Xbox über den Ladentisch ging. Es dauerte dann nochmals ein Jahr, bis das Spiel Ende 2003 auch bei uns im Westen veröffentlicht wurde. Aber leider hat das Otogi auch nicht mehr viel geholfen, um die verdiente Aufmerksamkeit zu erhalten. Jetzt, gut 22 Jahre später, versuche ich nun diese komplett verlorene Perle aus dem Hause der Dark Souls-Schöpfer ins rechte Licht zu setzen, auch wenn ich hier auf YouTube auch nicht gerade steil gehe. Not yet. One more remains. Wer jedenfalls ein komplexes Spiel für ausgefuchste Spieler sucht, sollte sich vielleicht einen anderen Titel suchen. Otogi ist ein klassisches Spiel mit minimaler Geschichte, das auch nur einen minimalen Einsatz eures Denkapparats erfordert, da es bis unterkante Oberlippe mit Action vollgestopft ist und sonst nicht besonders viel bietet. Kampf und Steuerung sind also ein wesentlicher Teil des Spiels, aber wenigstens kann man sich hier sicher sein, dass From Software diese beiden Punkte optimal umgesetzt hat. For 1,000 years, the Imperial Court had ruled. But the seal was broken, and its days of glory drew to a rapid close. Otogi erzählt die majestätische Geschichte von Raiko, einem stummen Henker, der sich seiner Pflicht entzieht. Eigentlich sollte er seinen eigenen Vater töten, doch es kam wie so oft ganz anders und irgendetwas Mystisches löschte den kompletten Kaiserhof aus. Dabei gibt auch unser Held den Löffel ab, aber dank einer rätselhaften und ziemlich unsichtbaren Prinzessin wird Raiko wieder zurück ins Leben gebracht. Raiko. Use your powers to rid this land of the demons that plague it. Die Prinzessin beauftragt ihn, all jene Dämonen zu töten, die sich nun in den Ruinen der kaiserlichen Hauptstadt ein neues Heim geschaffen haben. Warum wird uns allerdings nicht genau erklärt, aber diese präzise Ungenauigkeit war ja schon immer ein Bestandteil von From Software-Spielen. Was die Präsentation betrifft, so ist Otogi ziemlich vergleichbar mit einem Dark Souls. Beide haben eine dunkle Fantasy-Atmosphäre, wobei im Xbox-Spiel man das feudale Japan als Grundlage hergenommen hat. Und wie in einem jeden Spiel aus dem Hause From Software, sorgt man auch in Otogi dafür, dass der Spieler von Anfang an ein schweres Gefühl in der Magengegend erhält. So gibt es hochaufragende Landschaften, kaputte Megastrukturen, verdrehte Feinde, ausgefallene Waffen und sehr unbequem aussehende Rüstungen. Diese beeindruckenden Bilder gehen leider irgendwie auf Kosten einer zusammenhängenden Erzählung, sodass die Geschichten durch die melancholische Umgebung sowie kryptische Hinweise der Charaktere erzählt werden. You must revive the Great Seal. The seal protected the world of men for over 1,000 years. Der Tenor ist wie in allen From Software-Spielen jedenfalls, dass wir bei der Wiederherstellung eines goldenen Zeitalters helfen müssen. Jedoch gibt es im Gameplay himmelweite Unterschiede. Im Kern ist Otogi ein Hack-and-Slash-Spiel mit behutsam integrierten Rollenspielelementen. Es gibt auch keine große offene Welt, was den actionlastigen Grundaufbau des Spiels nur unterstreicht. Vor Beginn eines Level kann man sich mit den nötigen Waffen, Zaubersprüchen und anderen Zubehör ausstatten. Allerdings muss man auf spezielle Rüstungen verzichten. Ihr könnt also in Otogi nicht als Zwiebel oder als Typ in Unterhosen und nur mit einem Topf auf dem Kopf die Gegend unsicher machen. Außerdem ist das System zur Verbesserung der Werte automatisch, sodass ihr keine Kontrolle darüber habt, wie und in welcher Form Raiko in seinem Rang aufsteigt. Lord Mitchell! Why am I no longer at your side? Wenn es etwas gibt, das Otogi den besonderen Dark Souls-Flair verpasst, ist es sein Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist weder einfach, noch ist es gegenüber dem Spieler fair.
Masochisten werden also enorm viel Spaß mit dem Titel haben. Raiko beginnt mit einem Bruchteil seiner endgültigen Gesundheit, was für ein Rollenspiel ziemlich normal ist. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Unser Held hat auch eine Anzeige für seine Magie, die natürlich in erster Linie für Zaubersprüche, aber auch für das Sprinten und die Regenerierung eurer Gesundheit verwendet wird. Letzteres allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Raikos Gesundheit verhält sich sehr diskret. Nicht allzu schwere Treffer kann er noch ganz gut wegstecken, allerdings wird dies nicht der Normalfall sein. Harte Treffer kann man mit seiner Magie nicht ausgleichen und noch dazu wird man bis zum Ende des Levels immer ein Stück seiner Magiekräfte verlieren. Insgesamt verliert man ohnehin ständig Magie und nur durch das Töten von Feinden kann man seinen Vorrat wieder auffüllen. Geht aber mal der Magievorrat zu Ende, verliert man zudem auch Gesundheit. Vermutlich ist das der Preis für die nicht so ganz gelungene Wiedergeburt. Mit dieser Prämisse kann man sich vorstellen, was das für die Bosskämpfe bedeutet. Study her more carefully. She must have a weakness. Aber nicht nur der Kampf kann tödlich für den Helden enden, sondern auch der endlos lange Monolog, den man sich nach dem Kampf geben muss. Why? I was only having a little fun. Dies bedeutet, dass man ins Gras beißen kann, während man dem Monolog zuhört, während die Energieleiste langsam aber sicher gegen Null geht. Eine wahrlich grandiose Idee. Das wirklich Tolle ist dann wieder der regelrechte Tanz mit den Schwertern. Unser Held bewegt sich dabei so schnell und so anmutig, dass es wirklich eine wahre Pracht ist, ihm bei seiner Metzgerarbeit zuzusehen. Der Kampf verlangt eine gute Portion an Mut und Geschwindigkeit. Wie gesagt, verliert man mit der Zeit Magie und man sollte also schnell genug sein, um alle Feinde in Sichtweite zu töten. Auf der anderen Seite wird man für zu schnelles und rücksichtsloses Vorgehen bestraft, da man vielleicht zu viele harte Treffer einstecken wird. Um das Ganze noch spannender zu machen, wird Magie nicht nur zum Herumflitzen verwendet. Raiko kann 12 Zaubersprüche aus 4 verschiedenen Kategorien einsetzen. Jede Kategorie bietet andere großartige visuelle Effekte und natürlich Schäden beim Gegner, basierend auf dem guten alten Schere-Stein-Papier-Prinzip. Benutzt man allerdings diese Zaubersprüche, verliert man noch viel schneller seinen Magievorrat, wodurch die Dringlichkeit, Feinde relativ schnell zu erledigen, noch gesteigert wird. Raiko. That boulder must be the source of the obstruction. So cool die Magie auch aussieht, bei Otogi dreht sich alles um die Waffen. Und davon gibt es jede Menge. Insgesamt gibt es 33 verschiedene Waffen und während man einige von ihnen zwischen den Level kaufen oder im Level finden kann, müssen andere erst umständlich freigeschaltet werden, indem man im Level bestimmte Herausforderungen bewältigt, wie etwa ein Level in einer bestimmten Zeit zu absolvieren oder einen 400-Treffer-Kombo abzuliefern. Waffen haben nicht nur unterschiedliche Angriffs- und Verteidigungswerte, sondern sind auch unterschiedlich schwer. Je schwerer die Waffe, desto langsamer bewegt sich Raiko und desto weniger hoch kann er springen. Waffen nutzen sich außerdem mit der Zeit ab und müssen zwischen den Level repariert werden. I sense a great power. Evil flows from this rock. Destroy it, Raiko. Obwohl viele der Waffen cool aussehen, fühlen sie sich im Allgemeinen alle gleich an. Dennoch sorgen die unterschiedlichen Gewichte, Angriffsstärken und Reparaturanforderungen dafür, dass man beim Ausrüsten von Waffen etwas strategischer vorgehen muss. Im Laufe des Spiels können auch Zubehörteile gekauft oder freigeschaltet werden, die ebenfalls euer Gesamtgewicht erhöhen, aber zusätzlichen Schutz bieten oder geringere Magiekosten für Zaubersprüche versprechen. Zum Glück sind die Feinde nicht wirklich schlau. Allerdings gleichen sie ihre Dummheit mit extremer Härte wieder aus und Feinde stecken nicht nur viel ein, sondern können auch besonders hart austeilen, was die Kämpfe dann doch etwas zermürbend macht. Okay, das klingt jetzt für den Casual-Spieler gar nicht mal so lustig. Warum sollte man sich also auch heute noch unbedingt dieses Spiel holen? Otogi lässt sich im Prinzip nur mit einem Wort beschreiben. Stil! The Black Wings have sealed the Soul Cord in this land as well. Die künstlerische Ausrichtung ist eigentlich wie in einem jeden From-Software-Spiel einfach fabelhaft. Die Farben und vor allem auch die Beleuchtung bringen die olle Xbox wirklich zum Scheinen. Auch die Animationen sind so unglaublich gut gemacht, dass es schon fast zu krass ist. Die Schwertbewegungen unseres Helden sind gut ausgefeilt. Egal mit welcher Waffe er sich gerade durch das Level schneidet oder auch sein dämlicher Hut. Alles sieht einfach so unglaublich nice aus. Schlägt man einen Feind mit aller Wucht zu Boden, bleibt sogar ein kleiner Krater zurück und natürlich lassen sich auch noch allerhand andere Dinge im Level zerstören. Die Trümmer in der Spielwelt bleiben und verschwinden auch nicht. Man hat zwar in Otogi keine offene Welt, aber die Level selbst sind doch ziemlich groß und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Texturierung einfach nur fantastisch ist? Mal abgesehen von ein paar Rucklern und einer manchmal doch sehr störenden Kamera, ist es eines der schönsten Spiele auf der ollen Original Xbox. Und das gilt auch für die Monster. Ha!
Man trifft auf mutierte Raben, ekelhafte Würmer und Dinger, die wie aufgeblähte Leichen aussehen. Alles wirkt so grotesk gruselig, wie man es eben von einem From-Software-Spiel erwartet. Der Sound ist leider der schwächste Part des Spiels. At last, you have found all 8 of the soul cords. Die Musik ist ja noch ganz gut, aber die Sprachausgabe hätte man sich sparen können. Besser gesagt wäre alles weniger schlimm, wenn man die japanische Sprachausgabe belassen und einfach schlechte Untertitel über den Ton geklebt hätte, anstatt krampfhaft das Spiel schlecht zu synchronisieren. Die Soundeffekte sind auf der anderen Seite in Ordnung, aber nicht wirklich beeindruckend. Die wohl weit wichtigste Frage im ganzen Video ist, ob man diesen über 20 Jahre alten Schinken auch heute noch spielen kann. Aber natürlich, es ist eure absolute Pflicht. Erstens ist Otogi einer der wenigen Titel, warum sich die Anschaffung einer Xbox lohnt, und zweitens ist es ein verlorenes Juwel aus dem Hause From Software, der zu einer Zeit erschien, in der ein Dark Souls noch ein ganzes Jahrzehnt entfernt war, und es ist einfach zu schön zu sehen, wie sich dieses Studio in all den Jahren entwickelt hat. Es ist fernab ein Mainstream-Titel zu sein, und was den Schwierigkeitsgrad betrifft, wird man sehr 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 viel Blut und Wasser schwitzen. Aber allein auch schon wegen des unglaublichen Grafikstils darf man sich Otogi einfach nicht entgehen lassen. Es ist und war ein elegantes Durcheinander. Bockschwer. Kryptisch, atemberaubend, aber so wunderschön. Das Spiel hätte auch damals schon mehr Aufmerksamkeit verdient, und es liegt nun an euch, dieses Relikt am Leben zu halten. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.